Im August 1999 macht eine neue Zuggattung von sich reden. Der Metropolitan Express Train. Der exklusive Zug soll zwischen Hamburg und Köln betuchte Fahrgäste befördern. Zwei neue Zuggarnituren mit jeweils 7 Wagen werden ins Rennen geschickt. Gezogen oder geschoben von der 101 sind die Züge für 220 km/h zugelassen. Auffallend ist die silberne Farbgebung. Die Wagen sind Neubauten und unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen IC- oder ICE-Wagen. Die luxuriöse Ausstattung mit Holzverkleidungen und Ledersitzen soll den Fahrgästen mehr bieten als sonst. Also nicht nur für Busfahrten, das ist für doch. Messer und Kabel ist auch schön. Kann man gar nicht in der Hand halten. Jetzt wird extra fotografiert. Das ist schon gehofft. Jetzt kommt der Preis nochmal wieder rein. Mit knapp 2,83 Meter sind sie breiter als herkömmliche Reisezugwagen. Auch das Leergewicht ist deutlich schwerer. Die Zulassung für Tempo 220 macht den Metropolitan-Zug zum schnellsten konventionellen Reisezug Deutschlands. Die Front der Steuerwagen entsprechen der herkömmlichen Form. Verbunden sind die Wagen über Mittelpufferkupplungen. Die druckdichten Übergänge sind baugleich mit denen beim ICE 1 und 2. Der Führertisch ist weitgehend baugleich mit dem der 101. Die Metropolitan-Züge werden als feste Einheit als Triebzug geführt. Eine Trennung der Wagen ist nur in der Werkstatt möglich. Leider haben die exklusiven Züge nicht den erhofften Erfolg gebracht. Nach anfänglichen hohen Buchungszahlen bricht die Auslastung ein. Nach 5 Jahren wird im Jahre 2004 der Metropolitan-Verkehr eingestellt. Die silbernen 101, 130 und 131 werden wieder in Verkehrsrot lackiert. Der Wagenpark bekommt die herkömmliche IC-Farbgebung. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt aber bei 220 km/h. Auch die beiden Ersatzloks 101, 124 und 126 behalten die Zulassung für Tempo 220.
An der etwas anderen Form der Wagen, die eher einem ICE gleicht, sind die ehemaligen Metropolitan-Züge noch deutlich zu erkennen. Allerdings ist der Komfort nur noch normaler IC-Standard.